Willkommen zum nächsten Teil meines F1 Challenge Let's Plays. Wir sind mal wieder in Ungarn und das auf dem Hungaroring. Eine Strecke, die recht schwierig ist und die ja recht viel vom Setup abhängt. Ich hatte hier nicht so viel Erfolg in den letzten Saisons, aber ich hoffe mal, dass es dieses Mal besser sein wird. Wir haben das letzte Rennen in Hockenheim gewonnen, war ja auch zu erwarten. War trotzdem ein bisschen ja, schwierig in ein paar Momenten, aber wir haben es am Ende recht leicht dominiert. 10 Punkte Rückstand hier in der Fahrerwertung. Es ist aufholbar, mal sehen, wie es nach dem Rennen wird. Und ja, hier sind wir punktgleich mit Ferrari. McLaren ist auch aufholbar, aber ja, mal sehen. Auf dem Hungaroring bei Budapest gibt es nur eine nennenswerte Gerade und zahlreiche anspruchsvolle, langsame bis mittelschnelle Kurven. Die Strecke ist sehr umstritten, aber egal, ob man den Hungaroring liebt oder hasst, der große Preis von Ungarn ist der einzige Grand Prix, der in einem ehemaligen Ostblockstaat ausgetragen wird. Damit dürfte dem Kurs ein fester Platz im Formel-1-Kalender sicher sein. Ich hoffe es mal. Okay. Ihr hört auch, glaube ich, dass meine Stimme ein bisschen schräg ist. Ich habe eine Erkältung und das ist ja ein bisschen schlecht, wenn man ein Let's Play aufnehmen will. Okay, 14 Liter für eine Runde. Ich brauche etwa ja, 45, sollte reichen. Ich habe das Österreich-Setup geladen. Und ja, mal sehen, ob es passt. Okay. Das passt so. Nick Heidfeld geht raus. Bisschen mehr Bodenfreiheit wäre schön. Okay, ich mach's so. Sollte passen. Ja, mal sehen. Kurzer Schluck. Und jetzt geht's wieder. Okay, da ist ein Jordan. Frenzen ist es. Und jo. Mal sehen. Also, ich hoffe mal, zumindest Punkte hier holen zu können, weil. Ja, es wird schwierig. Es ist eine anspruchsvolle Strecke. Und ja, ich hoffe, dass das Setup zumindest halbwegs passt. Ja. Ja, da gibt es ein bisschen Untersteuer. Da bin ich ein bisschen zu schnell reingefahren. Und dieser Cap da gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Also der Wagen fährt sich im Moment noch gut. Ja, da auch ein bisschen untersteuern, aber es geht auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir haben auch einen schnellen Wagen, also es ist jetzt nicht so schlimm. Okay, auf geht's. Ja, das habe ich ein bisschen verfehlt, zu spät gebremst. Ich bin ja an die neue Streckenversion gewohnt, die auch ein bisschen mehr Überholmanöver ermöglicht. Ja, es war sehr nah dran an einem Abflug. Ja, da auch ein bisschen wieder zu spät gebremst. Also man muss hier wirklich den wirklich perfekten Bremspunkt finden, um alles rausholen zu können.
Und Frenzen wird die erste Referenzzeit fahren. Und Heilfeld ist schneller. Oder doch nicht. Ist Frenzen über die Linie. Okay. Also die Zeit schlage ich auf jeden Fall. War nicht so viel schneller, aber zumindest etwas. Mal sehen, ob ich mich in der zweiten verbessern kann. Ja, und da ist Verkehr vor mir. Ist nicht so gut. Oh ja, Barrichello ist schon einen Tick schneller. Ein bisschen größeren Tick, würde ich mal sagen. Okay. Es war solide durch diese Sektion. Ah, es war nicht so gut, aber mal sehen. Ja. Ich bin schneller. Ja, die sollten mir keine Probleme machen, glaube ich mal. Ja, der geht an die Box. Der Frenzen. Okay, mal sehen, ja. Ich werde die Barrichello-Zeit nicht kriegen. 1,3 Sekunden langsamer. Jo, es ist nicht so ideal. Ja, siebter Platz. Ja, also nicht so optimal, aber Michael ist nur auf dem dritten Platz, was jo, recht gut ist. Vielleicht kann ich ihn beim Start kriegen. Okay, 115 Liter. Ja, sollte passen. Das auch. Okay. Das auf Maximum. Bremsbalance nach hinten, wie immer. Okay. Jo, ich glaube mal auch. Jo. Ja, dann können wir mal los. Hallo zusammen. Hallo. Ja, mal sehen. Wird interessant. Okay, Trulli kriegt mich, aber ich sollte ihn wieder zurück überholen. Ja, fünfter Platz jetzt hinter Montoya. Ja, ich kriege ihn da. Und Michael ist immer noch auf dem dritten Platz, was ja recht gut ist. Wow. Ja, da fahren wir alle sehr weit raus. Ja, da waren die sehr langsam. Ja, ich kann mich nicht wirklich halten. Ja, aber Michael macht einen Fehler da. Ja, da hat mich Michael fast ins Verderbnis gezogen. Aber er hat den Platz wieder gekriegt. Aber ich sollte ihn jetzt hier überholen können, hoffe ich mal. Wird aber schwierig sein. Ja, geht nicht wirklich. Aber vielleicht jetzt. Ja, ich hab's geschafft. Mika ist jetzt vor mir. Eine Sekunde weg. Falls ich den kriege, kann ich fast relaxen. Ja, es war solide. Boah.
Ja, das kann man keine Kollision nennen, das war einfach nur sehr langsam von dem. Boah. Ja, ich muss mich versuchen zu halten. Ist aber nicht so leicht. Ein Zehntel immer noch. Ich kann zum Glück nicht überholen. Ah, das war auf jeden Fall zu spät. Und das tut den Bremsen sicherlich nicht gut, aber ja, das kann ich machen. Jetzt vielleicht. Nein, er macht zu. Und führt die Schikane ab. Auch sehr schön. Nur im Vergleich zu mir können die KI die Schikane abkürzen und es passiert nichts. Wenn ich das mache, fliege ich ab. Weil diese Kerbs da sind sehr, sehr schlecht. Ja, und ich habe die Reifenfrische ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also es geht nicht wirklich so schnell weiter jetzt im Moment. Aber ja, zumindest für Kultat, was schon mal gut ist. Ach, die Reifen gehen schon recht schnell kaputt. Ich guck mal. Upsala. Ja, es ist nicht so optimal. Ja, aber ich kann mich zumindest in etwa halten, was ja im Vergleich zu einigen anderen Rennen gut ist. Ja, und da hat man den Curb-Effekt gesehen. Ja, und ich muss jetzt die anderen aufhalten, anders geht's nicht. Boah. Ja, also die Reifen sind schon sehr schlecht im Moment. Und ich werde vermutlich auf... Ich kann nicht auf Hard gehen, was ja, super ist. Und ich habe offensichtlich einen leichten Schaden. Ja, fünfte Runde. Und Montoya versucht es. Okay. Mal sehen, was ich machen kann. Also nach vorne geht nicht viel. Vielleicht scheidet jemand von denen aus. Ich hoffe mal Häkkinen, weil das wäre super. Und nach hinten muss ich mich abdecken. Ich warte jetzt, bis der Sprit weniger wird und dann gucken wir mal. Es könnte auch sein, dass die anderen Zeitstopp fahren. Also ich muss nur versuchen, nicht abzufliegen und ja, sollte passen. Mal sehen. Ja, Marquez hat ein Motorproblem. Ja. Ja. Marquez ist weg. Ich schiebe die Bremsbalance noch ein bisschen nach hinten. Michael ist an die Box gegangen. Das heißt, dass ich pushen muss.
Und Häkkinen ist an Coulthard vorbei, glaube ich mal. Oh, ich kann nicht viel machen. Aber ich glaube, dass Michael auf einer R2-Stopp ist. Weil das ist sehr, sehr früh an die Box. Wenn er einen Stopp fährt, muss er jetzt, glaube ich, ja, auf jeden Fall voll tanken, falls es überhaupt reicht. Und ja, meine Bremsen gehen schon langsam kaputt. Nicht zum ersten Mal diese Saison. Und ich muss leider Montoya aufhalten, aber ja, was kann ich machen? Ja, viele gehen an die Box. Ja, jetzt auch Montoya. Mal sehen. Zwei Runden kann ich noch fahren. Aber die beiden fahren auf jeden Fall einen Stopp. Und Barrichello pusht mich hier schon sehr stark. Wow. Ich muss aufpassen, die Reifen gehen langsam in die Knie. Ja, das war nicht so gut. 10 Sekunden jetzt weg von Coulthard. Ja, McLaren an die Box. Das wird auch interessant werden. Sauber jetzt auch, also alle gehen an die Box außer mir. Und jetzt muss ich wirklich pushen. Okay, ja. Das passt so mehr oder weniger. Ja, Häkkinen ist 14 Sekunden vor mir. Der Himmel ist hier, aber irgendwie grau, muss ich sagen. Es könnte vielleicht Regen geben. Aber ja, ich kann nicht viel machen. Ich kann nicht viel machen. Also. Ach, Mika geht auch an die Box. Okay. Das passt soweit. Da ist meine Box und wieder ein Schluck. Ja, und viele gehen vorbei. Ja, und ich bin aus den Punkten raus. Kann ich zumindest irgendwann kriegen, das wäre schon mal was. Ja, kann ich und jetzt Heidfeld. Was überhaupt? Ups, das war ein bisschen schwammig.
ich kann den Heilwald nicht wirklich angreifen. Ich habe zumindest nicht auf die Intermediate gewechselt, was ja ein Fehler gewesen wäre. Aber ja. Ja, und er geht wieder in die Box. Was ich auch so erwartet habe. Ja, Raikou ist auch wieder, also ich werde auch ein paar Plätze aufholen noch. Aber Erwin ist immer noch dran an mir. Und ich bin jetzt auf Platz 8, also ja, ein bisschen besser. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich auf Sauberniveau fahre, aber naja, das kann man machen. Okay. Ja. Jaguar, vielleicht geht der mal in die Box. Könnte sein. Montage in der Box. Ja. Interessant. Ja, Erwin ist an die Box gefahren. Okay. Ja. Ich habe mich ein bisschen da selber verwirrt. Ich habe gedacht, dass der Erwin neben mir ist, aber der war hinter der Mauer. Okay. Sieht der Platz jetzt? Okay, noch 4 Runden. Vielleicht komme ich in die Punkte mit ein bisschen Glück. Okay, wir gehen an die Box. Sehr schön. Und es beginnt zu regnen. Okay. Könnte interessant werden. Die Frage ist nur, wie stark. Es ist aber schon recht stark. Ich wechsle mal auf Intermediates. Aber nicht so viel tanken auf jeden Fall. Okay. Das passt schon mal. Okay. Mal sehen. Ich habe nicht viele Plätze verloren. Ja, da ist Erwin wieder. Aber die sollte jetzt so seine Probleme haben, hoffe ich mal. Weil, ja, es ist schon ein bisschen nass. Mal sehen. Vielleicht komme ich noch in die Punkte. Ja, der hat schon so seine Probleme da. Ups. Ja, bisschen schwammiges Fahrgefühl. Es wird aber jetzt nicht wirklich stärker, der Regen, und
Ja, mal sehen. Jetzt seht ihr weg. Offensichtlich hat sich der Gamble nicht ausgezahlt. Ja, das ist wieder trocken. Das ist schon mal scheiße. Ich leid sehr viel. Ja, das war eine schlechte Entscheidung. Ich muss das aber probieren, weil auch wenn ich die Reifen nicht gewechselt hätte, wäre es ja vielleicht für den sechsten Platz. Und das ist auch nicht so prickelnd. Ja, Lazy mit Problem wieder. Gab's schon. Ja, Marquez hat, glaube ich, einen Motorschaden gehabt, falls ich das richtig gehört habe. Da habe ich die Kurve ein bisschen verfehlt. Okay. Ja, nicht viel, was ich machen kann. Der Irvine ist nicht viel schneller, aber ja, das war halt ein Fehler. Ah, okay. Interessant. Ja, viele gehen an die Box. Ja, noch. Sauber jetzt? Was ist denn da los? Ah, das war knapp. Barrichello wieder. Jo. Ich habe nicht viel Grip jetzt im Moment. Okay, ich bin auf Platz 7 jetzt. Irgendwie. Aber meine Reifen sind wirklich am Ende. Ja, also auf jeden Fall ein Fehler, die Reifen zu wechseln. Aber ja, was kann man machen? Ich hoffe, ja, Häkkinen hat das Rennen gewonnen. Also zumindest nicht Michael. Mal sehen, ob guter Zweiter ist, das wäre schön. Ja. Das passt noch. Michael Dritter und Fünfter ist Barrichello, glaube ich mal. Nein, Barrichello ist hinter mir. Oh. Ja, das habe ich nicht erwartet. Raikön auf 5. Und Irvine wird 6. Und ich rette irgendwie den 7. Platz nach Hause. Ja. Ulla. Jo, wie mir interessant dieses Startziel abschießen. Ja, Mika hat ja, die beste Leistung gezeigt. Wie sieht's aus? So, jetzt wird es höchste Zeit, einen Blick auf den neuen Stand in der Fahrerwertung zu werfen.
Punkte jetzt. Michael Schumacher, Erster. Also nicht so viel. Ja, ich meine, man muss klipp und klar sagen, ich hätte auf jeden Fall Punkte geholt, wäre ich nicht an die Box gegangen, aber was wäre wenn, ist jetzt ja, Geschichte. Ich kann jetzt nur nach vorne schauen und hoffen, dass wir in Belgien ein bisschen besser abschneiden. Also das wäre alles für den 46. Teil von mir und wir sehen uns bei dem nächsten wieder. Bis dann.